So, nach der leicht übermüdeten und etwas frustrierenden Folge vom letzten Mal, mit allerdings einer harten und meiner Meinung nach relativ guten Storywendung, nun zu der Frage, was mit Mimai, dem Wolkenfisch, los ist. Ja, natürlich. Darf ich schreien? Also jetzt nicht so ins Mikro, das wäre fies für euch, aber... Klar. Allein dieser Effekt, dass wir als Spieler quasi so schlecht sehen, da die Kraft des Schutzgeistes sinkt, finde ich halt ziemlich geil. Geil, das klingt total. Aber nett. Nette Szene. Der Effekt ist natürlich, ist aus heutiger Sicht. So, ja, was hat man sich damals bei gedacht, aber ich fand das damals schon ziemlich beeindruckend, als ich das erste Mal gespielt habe. Ja, ich bin's wirklich. Komm, noch selbstsicherer. Arme Sau. Die hört also das, was ich die ganze Zeit kommentiere. Da ich nicht weiß, was jetzt genau kommt, sollten wir Scheller einmal kurz ausrüsten und bis das geschehen ist, vertröste ich euch kurz, denn das müsst ihr euch ja nicht komplett mit ansehen. Ich zeige euch dann das Ergebnis. Bis gleich. So, ich bin fertig, wenn auch nicht unbedingt zufrieden. Ich habe viele Level 1 Zauber drinne. Und ja, es ist okay. Ich habe die Lichtangriffe erstmal gewählt. Ich hatte noch Feuer und Finsternis. Aber ja, ich glaube, ich fahre zurzeit mit den anderen Sachen besser. Abwehrgegenstände habe ich recht wenig kompetente gehabt. Ich habe hier nochmal solche Bohnen. Ich habe ein bisschen was zum Heilen. Das Zedernharz hier, von dem ich nicht weiß, wo ich es her habe. Muss jetzt erstmal das Upgrade gefunden. Abgestandenes Wasser. Wollen wir abgestandenes Wasser mitnehmen? Natürlich wollen wir abgestandenes Wasser mitnehmen. Was soll ich ohne abgestandenes Wasser machen? Also ich bitte euch. Und ich habe eine Sache vergessen. Denn ich habe ja noch eine Ausrüstung für sie gefunden. Da. 25, 60. Wow, okay. Und bessere Resistenz, also stärkere Resistenz. Also, das ist doch nochmal ein ganz, ganz, ganz dezenter Unterschied. Ach, jetzt kann sie das plötzlich. Wie sagt man, die Magnus nicht abgenommen? Alles klar. Du kennst dich anscheinend aus. Gucken wir doch mal, was in der Zelle ist. War immerhin eine Schatzkiste. Weil das war ja eine Toilette. Natürlich finde ich eine Feuerlanze. Und ich wette, hier sind allerdings kaum Gegner, die gegen Feuer anfällig sind. Kaum Gegner, die gegen Feuer anfällig sind. Ach Gott, das war das hier.
Oh, ich erinnere mich nur ganz dunkel dran, aber es war ziemlich umständlich und lang. Wir doch mal, was hier noch so versteckt ist. Flüsternder Wind. Ja, mich gerade beschwert, dass ich keine so richtig Bomben angefahren habe. Und dann finde ich einfach so in einer Gefängniszelle den Level 6 Zauber für sie. Oh. Das Gefühl, entweder wir werden angegriffen oder das wird ausgebrochen. Ich habe gerade schon in die Richtung gezeigt, Fräulein. Ich hatte nur vorher, da hinten ist ja noch was Schönes. Funkenhut. Auch den werde ich schnell ausrüsten, denn man sollte auf alles vorbereitet sein. 100. Ja, ein kleines Hütchen, das schlägt so Funken, wenn man drauf hat, und das braucht ganz viel Abwehr. Wobei, als Abwehr, so in dem Sinne, wenn es wirklich Funken schlagen würde, sobald jemand drauf haut und quasi den Gegner in diesem fiesen Flammengefühl bezieht, das könnte funktionieren. Anscheinend kam es von noch weiter dort. Aber ganz ehrlich, wieso liegt dieses Zeug in Gefängniszellen? Oh! Wer wollte denn hier ausbrechen? Ja, ich erinnere mich. Ja, ihr hört richtig. Ist wirklich auch dieser Blick, was so schwarzer Lidschatten so alles ausrichten kann. Wer stört mich denn jetzt? Wow. 30 Abos in 2 Stunden auf dem neuen Kanal. Coole Info. Ich kann mich bewegen. Okay. Ladekan, was sagst du? The situation is quite. Melodia and her men seem to have brought the Imperial capital, Mintaka, under their control. Minions of the darkness have poured into our world through a dimensional vortex. They're only attacking us in small groups, but causing havoc nonetheless. Luckily, our ample defensive preparation has kept the damage to a minimum.
The three witches have been helping us counter as well. Lord Rodolfo of Sadalsu has holed himself up in his mansion, in a state of panic, no doubt. Which is understandable in a way. Okay. Was sagst du, Aurelia? Ach, Corelia, Entschuldigung. Most likely because the seals on the end Magnus have not been completely removed, and Malpercio has yet to be fully awakened. The end Magnus contained the power of five ancient gods. Releasing this power is not an easy task. We must act immediately, for soon Malpercio will be fully awake, and his minions in Cor Hydra Castle may launch a full-fledged attack. Indeed. That we will have to see to. Still, I wonder how Melodia intends to release the End Magnus. She would need powers rivaling those sealed within. Who in the world would have that kind of power? Das ist eine verdammt gute Frage. So, was sagst du dazu, was deine Nichte da so macht? This is all my fault. Enkelin. I never imagined that my Melodia, of all people, would have such horrible ambitions. Surely, I'm to blame for this mess. I know of no apology befitting such an oversight. Please, Lord Calvern, now is not the time for lament and regret. We must determine what to do. We will have plenty of time for mourning and reflection, should we survive and prevail. The Queen's words ring true. We must join forces and resolve this crisis as soon as possible. We have no time for feelings of guilt, Duke Calvert. I understand. I must get Melodia to realize the destructive consequences of her actions. I promise to do my utmost. Shella, go and rescue your friend. The sooner the better. Weil wir haben keine besseren Kämpfer als euch. Wir sind alle Luschen. Wir kriegen das nicht alleine hin. Hol den Fischer, den Ex-Soldaten, die Ex-Profikillerin und das schwebende Kind. Das ist eine ganz tolle Idee. Received sightings of ships from Mintaka. Your friends were likely taken on board those ships and are probably held in or around the cracks. Shella, regretfully, we cannot spare any troops to aid you in the rescue. I wish it was otherwise. I understand, Your Highness. I'll be fine. By yourself? Are you sure, Shella? I am, Your Majesty. My guardian spirit... I see. So the guardian spirit is with you now. Hey, hallo ihr drei. We wish you a safe return. Please be careful. I will, Your Highness. I'll be back as soon as I can. Also jetzt nur mal so. Die setzen ihre kompletten Hoffnungen an diese Gruppe von Typen, die es ja quasi gerade verbockt haben. Was ja nicht böse meint, das haben sie nun mal letztendlich. Sie konnten jetzt nicht wissen, dass Kallus sie verrät und so weiter, aber sie haben halt verkackt. Und sind jetzt auch nicht so unbedingt die allerhärteste Gruppe, die die haben können, oder? Also... Gibberry scheint wirklich so eine Kämpferlegende hier in seinem Land zu sein. Aber was den Rest angeht, wirklich, es ist so ganz komisch, wenn man mal ehrlich ist. Hier sieht es immer noch nach Fest aus. Ja, hier sind auch immer noch die Girlanden. Aber so viele Tage sind ja anscheinend auch nicht vergangen. So.
Hallöchen, guten Tag, ja, wie geht es dir dann und so weiter. Ich möchte kurz gucken, ja, ich habe ein bisschen was verkauft, aber jetzt noch nicht so viel, weil ich halt wusste, dass ich ja nochmal was auffüllen muss. Okay. Jo, das hat sich gelohnt und gucken wir doch mal, ob du mittlerweile irgendwas Neues hast. Erstmal die beiden auf jeden Fall. Lichtwall kann ich noch nehmen. Der Rest ist jetzt nicht so berauschend. Gut, dann schaue ich noch kurz in der Kirche vorbei und dann schauen wir doch mal, was denn noch so passiert, nicht wahr? Nee, ich würde sagen, dann reicht das auch. Okay, ein Level, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Wie gesagt. Oder... Ach komm, nee, das ist zu früh, wenn ich jetzt Schluss mache. Ich glaube, es ist so, dass wir jetzt, wie gesagt, diese schon erwähnten Risse ansteuern können. Und es müsste von hier aus sein, genau. Hi, Schiffchen. Nimmst du mich mit? Das ist die Mindirvi, okay. Gucken wir mal, weil wenn das jetzt sich als kurz herausstellen sollte mit den einzelnen Leuten, dass wir die holen können, dann würde ich mal sagen, ja, funktioniert das ganz gut. Und so komme ich wieder auf die Insel. Da muss ich noch mal kurz gucken auf der Karte. Also ich kann jetzt gerade überall hin. Oder fast überall. Ich komme nicht auf die Festung in der Mitte und so weiter und so fort. Okay, dann fliegen wir einfach erstmal nach Sadaisuch, weil das ist das einfachste Ziel, sagen wir mal. Ich würde sagen, wir nehmen die Inseln in der Reihenfolge, in der wir auch die Leute, also wo wir auch vorher gereist sind. Hier. Ja, einfach mal an der bösen Dämonenfestung vorbeifliegen, das passt schon. Und ja. Okay, dann würde ich sagen, ist glaube ich unsere beste Adresse gerade zum Ansteuern, weil ich ehrlich gesagt gerade keine Ahnung habe, wie ich an die Risse komme. Saß ich gerade so, die sind in der Nähe der Inseln. Deswegen würde ich sagen, fragen wir noch Dr. Narikusch. Denn der könnte ja vielleicht was wissen. Oder es wäre zumindest interessant, mal mit ihm zu reden. Okay, für Kellis wäre es interessanter, aber vielleicht können wir Kellis dann später was Schönes erzählen. Hallo Doktor. Ich verstehe. Dies ist also der Pfad, den Kellis eingeschlagen hat. Ich hätte an jedem Tag eine böse Vorahnung. Vielleicht war das abwendbar. Vielleicht ist Kellis Schicksal schon lange vorher bestimmt. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Noch lässt sich das Rad vielleicht aufhalten. Bitte, ich bitte dich, rette Kellis. Okay. Wahrscheinlich kriegt man nochmal eine coole Szene, wenn Kellis dabei ist. Ja. Bis dahin. Dann würde ich sagen, gucke ich nochmal kurz in den Wald rein. Denn vielleicht sind die Risse ja einfach an den Stellen, wo die Endmagnus saßen.
Und wir sehen uns gleich am Ende des Waldes und wenn's stimmt. Ach, wobei, warte. Wie mache ich das jetzt am besten? Ganz ehrlich, nee, ich beende das hier an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mir das hier angucke und wenn das denn immer noch nicht korrekt sein sollte, werde ich wahrscheinlich mal nachgucken, weil ich ehrlich gesagt gerade komplett überfordert bin, was das angeht. So, also dann, Leute, gehabt euch wohl, bis nächste Woche, euer Simbi.